ich sehe gut aus, was? Ja, erstaunt ihr, ich war schon immer ein schneidiger Bursche, habe nur die Zeit für Weiber gehabt. Ihr werdet euch wundern, wenn ich mich nicht irre. Wolter ist unter anderem durch mehrere Karl-May-Verfilmungen bekannt geworden, in denen er in den 60er Jahren als kauziger Trapper Sam Hawkins an der Seite von Winnetou-Star Pierre Brice und Haji Halef Omar seine größten Erfolge feiert. Auch ist er beliebter Gaststar in vielen Fernsehkrimis gewesen. Geboren wird der Schauspieler am 26. November 1926 in Berlin. Nach dem Beginn einer Schauspielschule beginnt Wolter als Kabarettist. Theaterstationen sind Bühnen in Berlin sowie Potsdam und später München gewesen. Es folgten erste Kinoengagements, etwa 1961 zusammen mit Horst Buchholz in Billy Wilders Nachkriegskomödie 1-2-3. 1962 beginnt die Karl-May-Karriere mit Der Schatz im Silbersee. Zum Star avanciert Wolter als Sam Hawkins, dem treuen Begleiter von Winnetou und Old Shatterhand, mit der berühmten Floskel: Wenn ich mich nicht irre. Lange Zeit gilt der Schauspieler als Idealbesetzung für liebenswerte Tollpatsche. Wolters Auftritte an der Seite von Pierre Brice und Lex Barker sind trotz vieler anderer Rollen in Fernsehproduktionen wie Tatort, Der Alte, Ein Schloss am Wörthersee oder Küstenwache die, die dem Publikum bis heute wohl am stärksten in Erinnerung geblieben ist. Jede Festlegung ist lästig und jeder kann sich denken, dass die Reduzierung eines Schauspielerlebens auf eine einzige Rolle nicht das ist, wovon eine Schauspielerseele träumt, sagt Wolter, einmal der dpa. Aber ich habe Sam Hawkins geliebt, sonst wäre er auch nicht so geworden. Und einen anderen Effekt hatte die Rolle auch noch. Komischerweise fiel diese positive Rolle auf mich als Ralph Wolter zurück. Die Leute sagten, der ist ein dufter Kerl. Ich muss schon sagen, dass der beste Einfall, den ich hier hatte, bin ich mich nicht...